Ich habe das Paket bekommen für Haritaki oder Haritaki ist drin. Und das ist ein ayurvedisches Gewürz und ich werde es jetzt vor euch einnehmen. Und falls ich sterben sollte, dann werde ich noch mit allerletzter Kraft versuchen, dieses YouTube-Video hochzuladen. Und natürlich habe ich wieder eine Doppelface-Cam. Darf man natürlich nicht vergessen. Okay, passt auf. Tada, die Box. Kleine Box. Und 100 Gramm sind es, kosten 16 Euro. Haritaki Churna, ayurvedisches Kräuterpulver, Nahrungsergänzungsmittel. Bio, nicht EU-Landwirtschaft. Kebulische Mirobalane. In der ayurvedischen Ernährung ist diese Ausgewogenheit der sechs Geschmacksrichtungen von großer Bedeutung. Kräuter versorgen es mit Geschmacksbitter und tragen dazu bei, die Balance der Doshas aufzuerhalten. Hier steht Verzehrungsempfehlung, aber ich werde es so machen, wie Venita Nyanda es gesagt hat. So, ich mache das jetzt auf. Oh! Riecht neutral. Ich mache das so, wie er das gesagt hat. Also ich nehme jetzt so ein bisschen was raus und massiere das so zwischen die Zähne. Das ist wirklich arg bitter. Ein bisschen noch was. Ich wollte es gar nicht auf die Zunge tun. Ah, ich weiß schon warum. Weil es total den Speichel anregt. Deswegen. Noch ein bisschen, ich glaube, das ist schon zu viel. Ich wollte ja eigentlich erst testen, was passiert. Vielleicht reagiere ich allergisch drauf. Ja. Scheiße. Boah, kommt so viel Speichel hoch. Oh. Lebe ich noch? Was steht denn hier drauf? Das ist natürlich überklebt, die Verzehrempfehlung. Ja, komme ich jetzt nicht ran. Steht irgendwas mit heißem Wasser. Oh, darf nicht überschritten werden, aber das ist überklebt. Ja gut, jetzt habe ich wirklich nur zwei kleine Finger hier genommen. Das kann ja wohl nicht. Ah, fuck. Ah. Genau an das komme ich nicht ran. Empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht die angegebenen, was ist angegeben, drei Kräuterpulver, circa 2 bis 3 Gramm. Gut, das habe ich nicht. Ja gut, das ist so ein Standard Ding. Okay. Also es schmeckt bitter. Es ist so grünlich. Ich dachte, das würde so gelblich sein. Nee, es ist eher gelblich. Gelb-grün. Und beige. Und das Zweite, was ich euch zeigen wollte, ich wollte es aber so ein bisschen wirken lassen. Lasse ich das mal wirken. Ich wollte es eigentlich auch unter die Zunge bringen. Weil unter der Zunge geht das schneller ins Blut. So, und was ich noch habe, ist Brennnessel. Ich habe mir im Garten Brennnessel genommen, dann durch den Smoothie Maker gezogen, durch den, wie nennt man das? Wie nennt man das? Smoothie Maker? Mixer. Durch den Mixer gezogen, weil sonst würden die Härchen, und das trinke ich dann.
Danke an Philipp an der Stelle. Und da werde ich jetzt einen Link posten zu Philipps Kanal, falls ihr über Heilkräuter da ein bisschen was lernen wollt. Weil der ist da total visiert. Und genau, das wollte ich machen. Also das Pulver kurz vorstellen, das vor euch ausprobieren. Haritaki Chuna. Dann das mit den Brennnesseln und dann in Verlinkung zu Philipp. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und bis bald.